Große Filmregisseure haben oft früh angefangen. Steven Spielberg und Peter Jackson etwa drehten schon im Kinderzimmer ihre ersten Abenteuerstreifen. Auch Daniel Litau und Andreas Ohlenberg aus Espelkamp in Nordrhein-Westfalen entdeckten schon mit 12 Jahren ihre Leidenschaft fürs Kino. 15 Jahre später sind sie dort nun angekommen mit ihrem ersten selbstproduzierten Spielfilm Phantomschmerz. Gedreht wurde ohne Fördergelder und ohne Hilfe eines mächtigen Studios, finanziert allein über Crowdfunding und lokale Sponsoren. Ein Einbrecher, eine Waffe. Wenn das mal gut geht. Feuer. Entwarnung. War nur ein Sturmfeuerzeug. Aber im Film Phantomschmerz wird später noch viel Blut fließen. Dafür sorgen diese beiden Herren, Daniel Litau und Andreas Ohlenberg. Sie haben den Film produziert mit einem Mini-Budget. Also ganz am Anfang haben wir geplant, unseren Film in Berlin zu drehen, weil wir dachten, okay, es ist Großstadt, Hauptstadt Deutschlands, dort wird es sicher interessant aussehen. Aber irgendwann mal haben wir dann gemerkt, okay, warum drehen wir eigentlich nicht die ganze Sache bei uns in der Heimatstadt? Dort haben wir mehr Unterstützung, mehr Möglichkeiten und auch mehr Freiheiten. Und das war die beste Entscheidung. Ja. Sie haben ihn umgebracht, wissen Sie noch. War bestimmt nicht einfach. Der Film sieht so atmosphärisch und dicht aus wie ein Tatort. Gedreht wurde fast ausschließlich in Ostwestfalen. Also hier. Welch ein Unterschied zum Film. Naja, es sieht so aus wie in vielen kleinen Städten. Etwas uniform, manchmal eintönig. Die Nachbarjungen Andreas und Daniel müssen ihre eigenen Fantasien entwickeln. Wir hatten einen eigenen Radiosender, wir hatten Zeichentrick gemacht, Stop Motion, ich habe Spiele programmiert und wir hatten Musik gemacht und dann haben wir irgendwann das Filmemachen für uns entdeckt. Und ja, ich glaube einfach, dass diese Freiheit, bei jedem Film machen zu können, was man möchte, eigene Geschichten zu schreiben, ich glaube, das hat uns gepackt. Die Jungs haben es drauf. Wenn sie den heimischen Wald zum Dschungel in Vietnam umfunktionieren zum Beispiel. Für einen ihrer über 70 Kurzfilme haben die beiden Espelkamper bereits den Deutschen Kamerapreis eingeheimst. Da liegt es nahe, auch mal einen langen Film zu versuchen. Wir werden immer von vielen Leuten gefragt, okay, wie kommt ihr drauf, dieses Ding durchzuziehen ohne Geld, ohne Kontakt? Ihr kommt aus einem kleinen Dorf, also ihr habt doch eigentlich gar keine Ahnung vom Filmedrehen. Was ja auch alles eigentlich fast stimmt, sag ich mal. Aber es ist entweder die Liebe zum Film oder auch einfach nur die Idee, die wir mit 12 und 13 Jahren hatten. Die Idee, okay, es macht uns Spaß und wir machen einfach das, was uns Spaß macht. Wie steinig der Weg auf die große Leinwand wird, merken die beiden erst, als sie mittendrin stecken. Keine Filmförderung, stattdessen Sachspenden und kleinere Beträge von örtlichen Sponsoren. Bei einem Crowdfunding kommt noch etwas dazu. Alles in allem 50.000 Euro, mehr nicht. Ein echter Coup? Die Besetzung der zweiten Hauptrolle mit dem bekannten Schauspieler Sven Martinek. Der ist vom Drehbuch begeistert und ihm gefallen die Kurzfilme der beiden. Deshalb sagt er zu, ohne Gage, wie alle Beteiligten, versteht sich. Er war einfach ein Zugpferd. Es war einfach gut fürs Marketing. Wir haben viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, dadurch, dass die Leute gesehen haben, okay, es ist ein bekannter deutscher Schauspieler, der bei diesen kleinen Jungs aus dem Dorf in einem Film mitmacht. Warum macht er das? Martineks Rolle, ein zwielichtiger Arzt, in einen Organspendeskandal verwickelt, gejagt von einem Mann, der den Tod seines Bruders rächen will. Die Rolle des Verfolgers hat Filmemacher Daniel Litau selbst übernommen. Regie führt Andreas Ohlenberg. Wird das eine Hinrichtung? Wer bin ich? Ein Taxifahrer mit mächtigen Problemen, wie es scheint. Der Marktplatz in Espelkamp. Mit einem ganz alltäglichen Erscheinungsbild. Doch die beiden Filmemacher zaubern auch an schlichten Orten Thriller-Atmosphäre. Du solltest damit zum Arzt. Das ist nur ein Kratzer, ich werde es überleben. Hier an dieser Stelle stand unser Filmtaxi an einem Drehort in unserer Stadt Espelkamp. Und wir konnten nur nachts drehen, weil am nächsten Morgen der Markt hier angefangen hat. Und ja, wir hatten, ich glaube, 4 oder 5 Stunden Zeit. Und waren halt sehr unter Zeitstress, aber ja, es hat hingehauen. Ja, und vor allem sah es nachts natürlich super aus, weil wir das ausleuchten konnten. Und ja, haben das deswegen einfach spannender hinbekommen. Ich habe ein Auto, freie Arbeitszeiten und wenn ich mal mehr Geld brauche, dann arbeite ich einfach mehr. Extra für uns ausgehoben, ne?
Ja. Heimvorteil bei den Dreharbeiten. Eine Beerdigungsszene auf dem Friedhof von Espelkamp, eine schnelle Drehgenehmigung, kein Problem. Und im Krankenhaus von Lübeck leiht sich das Team mal eben einen Rollstuhl aus. Für perfekte Kamerafahrten. Es ist schon große Kunst, mit so wenigen Mitteln einen so perfekten Film zu produzieren. Sie haben ihn umgebracht, wissen Sie noch. War bestimmt nicht einfach, der Papierkram. Ich habe mein Bestes für deinen Bruder getan. Ihr Bestes also. Und das war unser Kinoressort. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.